Heute für euch 8 coole Fakten über Snapchat. Los geht's! Nummer 8. Das Logo von Snapchat heißt Ghostface Chiller. Dieser Name basiert auf dem Song Ghostface Killer von der Hip-Hop-Band Wu-Tang Clan. Und die Nummer 7. Facebook versuchte im Oktober 2013 für 1 Milliarde Dollar Snapchat zu kaufen. Snapchat lehnte dankend ab. Und die Nummer 6. Snapchat bietet für seine Fotos verschiedene Filter an. Je nach Aufenthaltsort gibt es auch ein dem Ort entsprechendes Overlay. Gut zu wissen. Nummer 5. Wenn du beim Selfie-Machen deinen Finger ein paar Sekunden auf dein Gesicht auf dem Display legst, dann kannst du zwischen verschiedenen Effekten wählen, die in Echtzeit auf dein Gesicht angewendet werden. Und die Nummer 4. Snapchat wurde 2011 von Robert Bobby Murphy und Evan Spiegel gegründet. Bereits 2 Jahre später, im September 2013, versandte der Dienst schon 350 Millionen Nachrichten pro Tag. Das ist eine ganze Menge. Und da sind wir auch schon bei der Top 3. Ende 2013 erlangten Hacker den Zugriff auf die Daten von rund 4,6 Millionen Nutzern und veröffentlichten diese auf einer eigens dafür angelegten Website. Auf die Sicherheitslücken, die sich die Hacker zunutze machten, hatte bereits am 27. August 2013 die Gruppe Gibson Security hingewiesen. Und die Nummer 2. In den USA ist es sogar möglich, via Snapchat mit der Funktion Snapcash Geld zu versenden. Wann diese Funktion nach Deutschland kommt, ist bisher noch unklar. Datenschützer sehen die Gefahr, dass diese Funktion für pornografische Zwecke missbraucht werden kann. Und die Nummer 1. Snapchat zählt mittlerweile 6 Milliarden Videoaufrufe am Tag. Das sind nur 2 Milliarden weniger als bei Facebook. Vor einem halben Jahr lag die Zahl der Aufrufe noch bei knapp 2 Milliarden. Jetzt könnt ihr euch noch Fakten über das Videoportal Vine anschauen. Auch ein sehr interessantes Video. Einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.